Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu The Long Journey Home. Eine weitere Folge hier im Asteroidengürtel. Letzte Folge habe ich mir ein bisschen frühzeitig abgebrochen. Weil die durchschnittlichen Folgen, kann ich euch mal erklären, die durchschnittlichen Folgen werden ca. 10 Minuten geguckt. Und wenn ich jetzt eine halbe Stunde Folge mache, dann nutzt das eigentlich wenigen. Gold! Das ist natürlich sehr geil. Die reparieren zumindest gut, also wenn wir dafür auch nichts kriegen, können wir damit zumindest Handel treiben. So, ich habe jetzt nichts, mit dem ich mich auftanken kann. Das heißt, ich würde mal in die Mitte fliegen. Hitzeschild zu kaufen hätte absolut Sinn gemacht, meines Erachtens. Das wurde mir ja mal angeboten, ne? In der Hoffnung, dass wir da diese Antrepoten finden, oder wie sie heißen, die diese Roboter, die reparieren können, dann haben wir da den Mastercode. Und können da vielleicht ein bisschen was rausholen. Okay. Oh. Nein! Ich habe mich vertan. Ach, shit. Maximal unnötig. Okay, wenn ich jetzt nicht beschleunige, haben wir gleich noch ganz andere Sorgen. Weißt du was, ich hole mir noch eine Ladung. Okay. Ja. Oh, Alessandra hat Verbrennung. Ist es die gleiche? Können wir noch zweimal springen. Jetzt muss ich aber echt mal gucken. Nicht, dass sie 4 Verletzungen hat und dann ist hier demnächst Feierabend. So, Metalle. Wäre grundsätzlich jetzt nicht so schlecht. Oh, hier gibt es aber ein bisschen mehr. Kommen wir dann da trotzdem noch hin? Ja, kommen wir hin. Was ist denn das? 75. Wir müssen mal dieses Glitzerding da irgendwie verkaufen. Das wäre eigentlich ganz cool. Dieses, dass in der Mitte so ein Licht hat und oben diese Dornen hat. Nicht so schlecht. So, der Zweig ist verwelkt. So, jetzt gucke ich aber erstmal nach dem. Ne, das ist die Alessandra, die hat die Ver. Okay, dann geht das noch. Kann auch wirklich niemand was zu sagen, ne? Ne. Da oben sind. Oh, die sind aber alle ein bisschen pisst hier in dem Sektor. Ich kann nicht mehr auftanken. Ja, das Ding sieht aber nicht aus, als könnte ich hier landen. Nee. Ich kann es mal probieren, aber das ist ja. Das Ding glüht ja fort. Ja, tödlich. Stasen. Kisten. Oh, warte mal. Jetzt haben wir ein Problem. Ja. Okay, wir müssen jetzt leider unseren Medizinkasten hier einsetzen. Sonst ist da bald Feierabend. Fahren wir noch nach unten. Ich will nochmal da unten vorbei. Asteroidenfeld, da fliegt gerade einer rein. Vorbei.
Dann ist wieder hier L. Händler. Ne, Lizervollstrecker. Mineralientemperaturen senkt. Nicht besonders geil. Weg nochmal zu dem unteren, aber ich habe das Gefühl, dass wir hier nicht viel Glück haben werden. Okay. Ah, wo ist er dann? Da. Oh, hier kommt einer von den vermeintlich Bösen vorbei. Ah, nennen sie den Arter. Gewöhnlich. So, jetzt langt's. So, weitergesprungen. Was mir aufgefallen ist in diesem Sieg. Ist die Station. Hier gibt es gar keine Krankenstation, oder zumindest habe ich noch keine gesehen. Was gibt's denn hier alles? Metalle, ungewöhnlich, Aluminium. Wäre ja geil. Aber Sprit ist auch bald aus, ne? Wieder dunkle Zeiten. Wir müssten mal irgendwie so einen geilen Auftrag kriegen oder sowas. Vielleicht hätten wir doch noch die Päckchen ausliefern sollen. Ja, der sieht aber nicht so aus, als könnten wir hier landen. Wirklich, ich wollte es gerade sagen. Treibstoffwarnung. Bronn alles. Gut, wir könnten noch einmal reparieren, ne? Wir können mit unserem Set reparieren. Sprit haben wir leider keinen, also müssen wir primär Sprit holen. Ach. Hi, Litza, na? Und, so, was habt ihr denn für Service? Was kostet euch das Tor? 75, das könnten wir machen. Ja, wir werden ablehnen, ist eigentlich auch doof. So, Händler. 100. Ganz sicher. So, die 2 Gold. ¥41 für die 2 Gold. Okay, lass mich kurz checken, wie viel das Ding ab. Pff. Für 40 kriege ich ja noch nicht mal eine Reparatur. Oh. Die nehmen das Kupfer. Scheiße. Was? 20? Ich habe von den 30 gekriegt. Okay, jetzt hat er keinen Bock mehr. So, 70 Reparaturen. Wir bräuchten eigentlich auffüllen Sprit. Okay, das langt. Jetzt nehmen wir noch das Tor mit. Oh, warte. Gut. Okay, warte mal. Nee, wir werden nochmal dieses,
Händler. Dieses Blitzelding da. Ich glaube, der will gar nicht, ne? Okay, will er nicht. Gut, wir nutzen das Tor. Macht's gut. Ihr wart immer nette Kumpels. Ein Credit. Ein Credit. So. Und tschüss. Wir sollten jetzt schon relativ weit sein in unserer Reise zurück nach Hause. Oh. Alter, das ist eine Anziehung. Was ist denn das hier? Eine Wölbung hier. Wow. Also wenn ich jetzt in den beiden Asteroidenfeldern nicht irgendwie Sprit finde, wird es schwierig, weil ich glaube, das Ding, wo wir uns hier befinden, macht uns kaputt. Ich wollte mal... Ach, kann man ja nicht sehen. Ich wollte mal auf die Karte gucken, wie weit wir schon sind. Zu übermütig. Ah ja. Eisen, naja. Hätte man sich auch was Besseres wünschen können. Gegen so ein Bohrrad hätte ich nichts anzuwenden. Gold ist gut. Gold kann ich zumindest einiges reparieren. So, jetzt noch ein bisschen Bohrrad in dem anderen Asteroidenfeld, dann wäre ich echt zufrieden. Weil sonst habe ich keine Idee, wie wir wegkommen sollen. Wir könnten höchstens dann hier runter an die Station nochmal fliegen. Und versuchen zu handeln mit dem Gold und was wir da haben. Und prinzipiell ist das die andere Seite und die haben wahrscheinlich dann auch wieder Bock mit mir zu handeln. Hoffe ich zumindest. So, ich muss auch gleich mal gucken, wie weit wir sind und dann... Chance haben, mal diesmal nach Hause zu kommen. Ui, ui, ui. So schnell bewegt. Das Ding scheint ganz in der Nähe zu sein. Obere.
Aber auch was, was auffüllt, mein. Was vergessen? Ne, das sind nur Brocken gewesen. Hui. Der ist aber zügig unterwegs. Kupfer. Schade. So, da die Mitte eine Anziehungskraft hat, die jenseits von Gut und Böse liegt. Keine Strahlung. Was ist denn das hier? Wir müssen uns gucken, wie weit wir sind. Boah, wir sind schon... Wow, wir sind aber echt schon weit gekommen. Da sind wir. Ist gar nicht mehr so weit. Ist ja richtig cool. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Das sind nämlich die Anthropologen hier, oder wie sie heißen. Warte mal. So. Bitte lass mich so viel Ressourcen haben, dass ich da rüberspringen kann. Nein, es langt nicht. Oh, damit kann man aber gut reparieren. Damit könnte ich das Schiff hier eigentlich ganz machen, ne? 5 davon, das müsste das Schiff ganz machen. Das wäre natürlich nicht schlecht. Weil eine Schiffsreparatur kostet 100. Also entweder ist es euch sau viel jetzt wert. Doch aufladen. Warte mal. Wir probieren es. Ich hoffe jetzt nur, dass die... Wir abgestoßen? Nee. Nur, dass es kein Fehler ist, was ich mache. Ich will da drüben nämlich den Mastercode eingeben. Das wäre richtig geil. Oh, das sieht aber echt gut an. Macht nicht nur Leuten was. Oh, wir sind ja fast verglüht, sehe ich gerade. Oh, das ist schlecht. Okay, jetzt muss ich das Schiff vielleicht doch mal reparieren. Oder ich nehme das Notfallset. Aber ich glaube, ich würde ganz gerne erstmal zu den Anthropologen hier fliegen. Was wir da machen können. So, jetzt bin ich gespannt. Mastercode eingeben. Bin ich sehr, sehr gespannt. Entweder können wir bei denen jetzt richtig geil handeln. Oder die... Na, ich glaube, die handeln ja gar nicht, ne? Bin ich gar nicht täusche. So, jetzt bin ich echt mal gespannt. Seid ihr auch gespannt? Was passiert, wenn wir den Code eingeben? Wir docken an. Hi, na? Du süßer kleiner Roboter. Aus dem Bild hier. Guten Tag. Was werden sie uns sagen, wenn wir den Mastercode eingeben? Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.